So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma BTM Turbo. Ja, heute mal wieder ein bisschen eine Sensation. Unsere zwei Neuzugänge, RS6 Performance. Ja, wir hatten jetzt eine sehr schöne Wartezeit auf die Fahrzeuge, aber wie heißt es so schön, wenn man gute Sachen dauern halt ein bisschen länger. Ja, die Fahrzeuge sind auf jeden Fall sehr speziell. Da haben wir echt sehr lang rumgetan, sehr lang rumgetrickst oder besser gesagt, ja, am Konfigurator gesessen und das Ganze mal ein bisschen so ausgespielt, was man so spielen kann, was Audi Exclusive angeht. Ja, hier haben wir jetzt Außenfarbe Java Grün Metallic. Ja, das Wetter spielt mal wieder nicht so mit, aber ich denke, es kommt jetzt trotzdem Regen relativ geil auf die Kamera rüber. Auch in der Sonne schimmert der wirklich brutal gut. Und ja, von außen die Autos, man kennt sie ja jetzt schon ein bisschen länger. Aber für die, wo es noch nicht kennen, ist trotzdem jedes Mal ein Highlight, so ein Fahrzeug auch zu sehen auf der Straße und jetzt gerade auch in der Farbe. Also es sind auf jeden Fall Anziehungsmagnete schlechthin. Ja, wir haben jetzt in dem Fahrzeug schon ein paar Sachen gemacht. Da wird natürlich noch viel mehr kommen, also da geht es ja jetzt dann richtig los. Mit denen die ganze neue Modelle, es sind ja Modelljahr 25 hier jetzt schon. Da gibt es ja immer ein bisschen so die Sachen, Steuergeräte und so, aber das läuft. Ja, hier haben wir jetzt aktuell eine Tiefverlegung drin, Felgen sind drauf, Abgasanlage und dann wird das Fahrzeug jetzt demnächst umgerüstet auf die 1010 PS und dann gibt es hier natürlich richtig Radar. Aber jetzt mal unabhängig von dem, ist natürlich jetzt der Innenraum auch brutal interessant. Ich sag mal, auf den Bildern her sah es recht gewagt aus, aber jetzt so in live kommt das Ganze mega geil rüber. Also ich hätte nicht gedacht, also am Anfang war ich sehr skeptisch mit dem Innenraum, aber jetzt so in live taugt es mir echt gut, weil es ist einfach mal anders, sage ich mal. Wir haben jetzt geguckt, zu der Außenfarbe passt das Braun extrem gut. Zu viel Braun wollte man auch nicht, weil dann wirkt es wieder so ein bisschen wie so ein älteres Fahrzeug. Und dann haben wir jetzt hier mal mit dem Schwarzkontrast grüne Nähte hier mal ein bisschen gespielt. Also kann man hier jetzt sehr gut erkennen. Hier der Teil ist braun gemacht, dann jetzt hier schwarz und natürlich dann jetzt mit der grünen Naht. Komplett Audi exklusiv. Also das ist jetzt das, was bei Audi alles so ging. Und wir werden jetzt hier dann wahrscheinlich noch die restlichen Sachen, was man bei Audi nicht bekommt, optimieren. Das heißt dann quasi jetzt hier die Kunststoffabdeckung und dann hier die Plastikteile. Also ja, das fehlt im Innenraum jetzt noch, weil man da natürlich dementsprechend entweder Leder oder Alcantara dann drüber zieht. Ja, gucken wir mal, wie das Ganze noch hinten aussieht. Da. Ja, ist auf jeden Fall schon eine Wucht. Also, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall gewagt, aber auf jeden Fall geil und mal auch extrem selten. Also, ich habe sowas jetzt zum Beispiel noch gar nirgendwo gesehen. Das wird jetzt nach hier drin auch ganz interessant, da haben wir auch ein bisschen gespielt. Es wirkt halt einfach auch mal, okay, man macht Tür auf, boah, geil. Irgendwie anders, ich sag mal, gut, das wird vielleicht nicht jeder feiern, aber ich sag mal, das klassisch nur schwarz inne und immer rote Naht. Ich weiß nicht, das geht halt los beim A3, wo der Innenraum so aussieht mit alles nur rote Nähte und Lederfarbe, ist dann natürlich ja nichts möglich. Deswegen wollte man das natürlich jetzt dann hier so. Ja, wie gesagt, Felgen sind hier jetzt schon drauf. Abgasanlage haben wir auch schon drin. Das ist jetzt unsere Variante mit der silbernen Außenmantel und innen schwarz. So viel zu dem Fahrzeug. Gehen wir mal weiter. Ja, so. Hier haben wir jetzt auch ein sehr schönes Schmuckstück. Wunderschönes Blau jetzt hier in dem Fall. Ja, es ist nicht das Turbo-Blau. Und zwar, Baschetsch, wie heißt es? Du weißt es. San Marino. Ja, es ist tatsächlich eine BMW-Farbe. Wie man jetzt hier schon gut erkennen kann, das Blau und innen drinnen mit dem gelben Stitching, also das ist so ein bisschen, ja, wir haben jetzt so gesagt, so ein bisschen Porsche angehaucht, weil da ist es natürlich immer ein bisschen so vertreten, so Außenfarbe Blau und dann Innenraum gelb und dann noch vielleicht dementsprechend gelbe Bremssättel dazu.
Das kriegt man jetzt hier in dem Fall nicht, aber wäre eine Option, was wir jetzt hier in dem Fahrzeug zum Beispiel machen, noch machen könnten. Ja, also das ist auf jeden Fall auch meine Favorite-Farbe. Und wer es vielleicht noch nicht kennt aus einem anderen Video, da haben wir ja mal den Malibu-blauen RS6 vorgestellt. Das Fahrzeug hier ist jetzt verkauft, also da ist keine Chance mehr da, das Fahrzeug zu kriegen. Aber die zwei hier werden in früher oder später auch zum Verkauf dann da sein. Also das sollte dann kein Problem sein. Hier jetzt dann auch mit Carbon-Mattmal. Haben wir jetzt draußen nicht gesehen, weil es war natürlich alles nass. Deswegen kam das jetzt nicht so rüber. Aber da haben wir Carbon-Matt gewählt. Ja, und jetzt hier der Innenraum ist natürlich schon auch ein Highlight. Bisschen dezenter wie jetzt das Braun. Nicht ganz so extrem, sage ich mal, aber hier sage ich, da holt man wahrscheinlich noch viel mehr Leute ab, wo, sage ich mal, den Innenraum so wie ich feiern. Also ich würde es sofort natürlich auch so nehmen, ist ja klar. Ja, klar, passende Fußmatten. Hier ist natürlich alles schön sauber geschützt erstmal, wenn wir jetzt hier noch mit in den Autos dementsprechend unsere Umbauten noch vollends machen. Fahrzeug hat jetzt hier auch die CE4-Felgen drauf. Ja, Abgasanlage und hier ist das gleiche Spiel. Der hier wird natürlich auch auf die 1010 komplett umgebaut. Ja, wie man jetzt mal sehen kann, jetzt sind wir mal bei uns so ein bisschen in unserem kleinen, aber feinen Showroom. Ein paar Sachen sind noch am Optimieren. Wir sind ja, sage ich mal, jetzt nicht so die Riesenmannschaft. Deswegen, wir machen ja hier alles selber. Und ja, natürlich immer so Step by Step hier alles umgebaut. Und wir richten das dann immer so selber ein bisschen ein. Da haben wir kein Gestaltungsteam, das machen wir natürlich alles selber. Und ja, so sieht deswegen hier jetzt hier der Bereich dann auch aus. Also hier ist dann unser Haupteingang, wenn man da dann quasi reinkommt. Ist natürlich dann auch mal für euch interessant, das Ganze zu sehen, wie sieht es bei uns eigentlich aus. Deswegen hätte ich gesagt, gehen wir mal gleich in die Werkstatt für uns weiter. Hier werdet ihr natürlich dann dementsprechend in Empfang genommen. Was ihr dann, wenn ihr euer Auto da lässt oder Fragen habt oder da seid zum irgendwas gucken, ja, kein Zutritt, nur für Mitarbeiter. Deswegen gucken wir jetzt mal hier weiter. Ja, jetzt sehen wir natürlich hier, geht es direkt los. Hier haben wir auch ein RS6 dastehen. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier natürlich nicht alle Autos rein, um das Ganze abzufilmen. Wir sind jetzt auch hier wirklich komplett im Werkstattalltag drin. Wir haben hier jetzt nicht extrem geguckt, dass hier alles clean und aufgeräumt ist, sondern es ist einfach so, wie es ist. Wir arbeiten hier, das soll dementsprechend ein bisschen aussehen. Ja, das Fahrzeug auch sehr bekannt. Kriegt jetzt noch ein paar Updates von uns. Läuft mit 1010 PS dann hier. Hier haben wir natürlich auch ein sehr schönes Highlight. Porsche GT3 RS 992. Da wissen wir jetzt noch nicht, ob das Video schon lief oder nicht. Wenn nicht, gespannt sein. Wenn es schon lief, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid? Also, das kommt jetzt noch darauf an, wie wir das gestalten. Hier haben wir natürlich jetzt auch wieder einen RS6. Der kriegt von uns die 780 PS-Variante mit Abgasanlage dazu. Und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, unsere schönen 5-Zylinder-Fahrer. Das sind wir natürlich auch, ich sage immer so schön, ich bin ja auch ein 5-Zylinder-Fan durch und durch. Mir macht es sehr Spaß mit den 5-Zylinder V8. Allgemein macht mir hier alles sehr viel Spaß. Ich denke mal, man erkennt es auch, wie ich da strahle. Das ist einfach so eine Nummer. Ja, wenn man da voll drin ist, sein ganzes Herzblut auch alles reinsteckt, sage ich mal, da kommen da so geile Sachen zustande. Gerade auch in den Fahrzeugen, 5-Zylinder, wo wir jetzt sehr viele Eigenteile haben und auch allgemein die ganze Audi-Segmente. Und dann ist es auch dementsprechend noch ein paar andere Fahrzeugmodelle, wo da dazukommen. Hier ist ja unser Prototypfahrzeug. Da machen wir eh noch ein spezielles Video zu dem hier komplett. Weil der hier hat einiges auf dem Kasten und das natürlich auch alles mit TÜV. Das ist ja eh ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Bei uns steht TÜV ganz weit oben. Ich hatte jetzt mal eigentlich gesagt an Stelle Nummer 1 und oder ja, was heißt an Stelle Nummer 1? So, 1, 2, ich sag mal, ganz oben steht immer
das, was wir wollen oder was wir selber auch geil finden. Und dann gucken wir natürlich, wie kriegen wir das alles mit TÜV gebacken und dass wir euch dann später quasi auch happy machen können mit den ganzen Sachen, was wir natürlich anbieten. Ja, hier ist auch unser 3D-Achsmessstand. Hier wird natürlich die ganze Sensoren dann angeschlossen. Das Fahrzeug ist jetzt gerade angehoben. Ist auch interessant, haben wir natürlich alles im Haus. Ich sag mal, das ist eins unserer wichtigsten Werkzeuge hier, wenn wir auch sehr viele Fahrwerke einbauen, dass wir einfach hier direkt die ganze Achsvermessung auch vor Ort gleich machen können. Und auch wenn wir merken, okay, die Vorspur oder der Sturz ist jetzt nicht so, wie wir uns das wollen, dann können wir nochmal nachkorrigieren. Also es ist nicht so, dass da ein Fahrzeug aufs erste Mal beim Vermessen fertig ist. Also ich sag mal, das Fahrzeug wird meistens nochmal zweimal nach dem Setzvorgang auch nochmal vermessen. Also auch ein sehr interessantes Thema. Ja, hier haben wir jetzt auch mal noch der große Bruder vom RS6, RS-Q8. Auch eine sehr coole Folierung mit dem Flip-Flop-Effekt. Ich sag mal, das war ja eine Zeit lang war es, ich glaube, das ist schon länger her, wo das mal so in war, aber ich glaube, das kommt jetzt gerade alles wieder. Ich finde es jetzt hier in dem Auto auch irgendwie sehr cool, weil man die Akzente auch sehr gut sieht. Zum Thema Folie, was da alles so geht. Ja, aber zum wichtigsten Teil, was wir natürlich hier machen, das Fahrzeug kriegt Leistung und Sound. Und das ist natürlich so unser Spezialgebiet, was das Ganze angeht. Deswegen hier Abgasanlage haben wir schon verbaut. Jetzt kommen noch die Downpipes rein. Und dementsprechend noch unser Luftfiltersystem. Und dann fährt das Fahrzeug hier mit 780 PS erstmal rum. Und ich denke, das wird auf jeden Fall schön sein. Ja, jetzt habt ihr mal unseren, sag ich mal, Werkstattbereich gesehen. Wir haben natürlich noch einen viel größeren Bereich nach hinten. Das ist ja jetzt gerade mal nur die Hälfte von unserer Halle. Wir haben jetzt hier im Zwischenteil haben wir eine Waschhalle komplett. Weil bei uns werden die Fahrzeuge natürlich alle erstmal vor der Anlieferung gewaschen und zur Auslieferung auch nochmal gewaschen, weil wir einfach auch vermeiden wollen, dass da irgendwelche Kratzer oder vielleicht wenn irgendwelche Vorschäden schon da sind, dass man das eigentlich dann direkt dokumentieren kann und dann auch wieder, ja, dass auch bei uns dann einfach nichts passiert. Wenn jetzt, sage ich mal, die Autos komplett dreckig sind und wir hängen einen Schutz drüber und da ist halt lauter Dreck drunter und da bringt der Schutz halt auch nicht viel. Deswegen muss es einfach sauber sein. Und dann haben wir natürlich hinten in der Halle ist dann unser ganzes Lagersystem und so ein bisschen unsere Entwicklungsräume und auch unsere Motorenschmiede, da wo wir aktuell einen Fünfzylinder umbauen auf die 650 PS. Ja, wie gesagt, das wäre es jetzt erstmal von diesem Video. Ich denke mal, für die, wo uns jetzt so noch nicht kennen, mal ganz interessant, wie es jetzt bei uns jetzt hier in der Werkstatt in so dem Hauptbereich, wie es da so aussieht, mal ganz interessant zu sehen, was wir hier so treiben. In dem Sinne, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.